kommt noch hinterher. Oh, da war irgendeine Forschung fertig. Das könnten wir auch schon herstellen, oder? Ja, mach mal. Noch schnellere Fabriken. So, haben wir jetzt wieder Draht im System? Nö. Also wir brauchen noch eine Fabrik, die Draht macht. Beziehungsweise noch mehr Produktivitätsmodule. Ich sollte mich echt um Strom kümmern. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen flicken. Also solange bis ich oben das neue Stromding aufbaue, dass es hier unten besser läuft. Das sind teilweise sogar noch drei, ja. Und das hier sind einer da hinten. Secondary Steam Engine. Nee, da machen wir überall Primaries draus. Okay. Strom, bau bitte. Oh Gott. Was fehlt? Ganz schön viel Zeug. Ich brauche Steine. Gib mir mal von irgendwoher Steine, bitte. Jungs, Steine. Da. Bau erstmal davon eine. 785 Stahl, 1300 Steine für ein so ein Ding. Na gut, gucken wir mal. Hier müssten ja wohl ein paar Steine zu finden sein. So. Stahl. Stahl sehe ich hier. Doch da. Stahl, her damit. Lauter Sachen, die abgerissen werden können, sehe ich. So. Also jetzt ist gerade die große Brachialaktion angesagt. Überall werden irgendwelche Sachen abgerissen, rausgerissen, weggerissen, kaputt gemacht und sonst wie vernichtet. Und es wird tierisch viele Probleme verursachen. Denke ich. Aber ich komme sonst einfach nicht hinterher. Nicht mit dem Aufräumen, nicht mit dem Neubauen, nicht mit dem Umbauen. Ist alles viel zu viel gerade. Ich brauche Stahl. Da ist die Stahlkiste. Gehen wir direkt an die Quelle. Schnappen uns alles an Stahl. Das wird einsortiert. Irgendwo ist wieder Beschuss. Ah, durch die ganzen Roboter haben wir noch weniger Strom, weil die alle wieder aufgeladen werden müssen. Was fehlt jetzt noch? Eisen. Stinknormales Eisen fehlt. Okay. Hier runter, an die Quelle. Gut. Gib mir hier Eisen. Bau die nächste Primary. Noch mehr Eisen. Was? Wir brauchen vier Vierer-Engines, um eine Fünfer zu bauen. Willst du mich veräppeln? War das vorher auch so? Ja, man braucht vier Dreier-Engines. Das ist neu, oder? Ah, ist doch krank. Okay. Okay, nee, das mache ich erstmal nicht. Erstmal setze ich diese Einer-Engines dahinter durch Vierer. Dann werde ich wahrscheinlich auch mehr Boiler brauchen. Und die sind alle noch am Arbeiten. Ja, 24 Steam-Engines werden gerade gebaut. Sehr, sehr krank. So, Vierer-Boiler, Dreier-Boiler. Beantrage mal ganz kurz, ich hätte gerne Boiler. Ist ein wenig komisch, aber ich will gucken, auf welche hier drin sind. Du und du. Und ich guck mal, welche angeflogen kommen. Damit ich die nicht extra herstelle. So, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Es sind echt nur die beiden hier hinten, die muss ich ersetzen. Kann ich dich einfach so raufpatschen? Ne, mach weg. Mach hin. Läuft mit Dreckwasser, aber läuft dann halt mit Dreckwasser. Wird immer noch mehr Energie produzieren als so ein Einer-Ding vorher. Da sind noch Dreier, die kann ich auch noch umbauen. Bisher sehe ich keine Vierer-Boiler, also baue ich die mal. Boah, ist das ein Rattenschwanz? Ja, kein Strom, kein Strom, kein Strom. Kann ich nicht ändern. Also wir kriegen es inzwischen auch nicht mehr hin, dass die Akkus sich auffüllen. Wir sind gerade richtig unter Beschuss. Von allen Seiten durchgehend. Wir haben nicht genug Lasertürme und
Löcher in der Verteidigung und überhaupt. Hab ich noch Lasertürme? Ja. Geh dahin, setz selber Lasertürme. Sonst kommen die gleich hier durch und dann ist Feierabend. So. Chitinmauern. Kannst du nicht bauen, weil, ne? Alles andere gerade gebaut wird. So. Es verwundert mich aber echt, dass ich noch mit den normalen Lasertürmen hinterherkomme. Hätte ich so nicht erwartet. Also ich drücke mich ja schon seit einer ganzen Weile darum, das mit den Edelsteinen zu machen. Weil mich zigtausend andere Sachen ablenken. Habe ich vielleicht noch Steam Engines im Inventar da oben? Könnte das Ganze ein bisschen erleichtern. Da schon mal eine gute Pumpe, die hätte ich gerne. Nö, nö. Komisches Zeug. Anderes komisches Zeug. Ein MK-Gewehr. Ja, nee. Leider keine Steam Engines. Na, guckt euch das an. Wir haben... Also ich habe vor 10 Minuten so angefangen, zwei MK4 Steam Engines zu bauen. Und der ist immer noch dabei. Also da wurde definitiv was gedreht, dass man jetzt viel mehr von den Vorgängermodulen brauchte. Ich glaube, vorher war es so, man hatte einen MK1 Steam Engine, dann brauchte man noch ein bisschen was extra und hat daraus dann ein MK2 Steam Engine bekommen. Aus dem ein MK2 Steam Engine konnte man ein bisschen extra ein MK3 machen und so weiter. Jetzt wurde das alles um einen Faktor 4 erhöht. Das ist Hammer. Aber es macht einigermaßen auch Sinn, weil die waren echt tierisch überpowered, die Dinger. Die waren so leicht herzustellen, haben so viel Strom generiert. Das, ja. Was sagt unser Strom? Ist wahrscheinlich durchgehend ausgelastet, ja. Akkukapazität. Jo. Gott, ich hätte früher auf die Kommentare achten sollen. Also es wurde, glaube ich, schon vor 15 Folgen oder so erwähnt, dass ich jetzt noch mal wirklich langsam echt ganz dolle und so Strom generieren sollte. Ich könnte hier hinten einen Rand klatschen. Die werden, glaube ich, gebraucht, aber hier könnte ich einen hinten ran klatschen. Wenn die dann irgendwann mal fertig werden würden. Brecht ihn mal kurz. Oh. Gott. Mist. Es ist wieder passiert. Ich dachte, das geht gar nicht mehr. Bau bitte. Warum habe ich da eine Secondary? Schmeiß die mal irgendwie weg. So. Bau bitte Primary davon. Mehr Primary davon. So, ich will das nämlich so hinbekommen, dass er jetzt die Pipes benutzt, die ich im Inventar habe. Und den die Roboter mir immer neue ranfliegen, damit ich nicht so viel selber craften muss. Das hier werde ich wohl wieder selber einsammeln müssen, weil hier ist kein Item-Kollektor. Die kosten blaue Chips und die habe ich nicht. Überall ist Dampf, überall ist Smog, überall ist Tod. Bau einen davon. Okay, ich brauche keine Rohre mehr, das ist super. Das sollte jetzt relativ gut klappen. Die Dinger füllen sie immer noch nicht. Okay, ich hoffe mal, der eine Steam Engine reißt das jetzt raus. Du, da hast keinen Strom. So. Wie schaut's aus? Ja, 3 MW mehr oder so. Gut, hat mir eben gar nichts gebracht. Was mache ich jetzt? Ich baue jetzt Primary Steam Engines. Und ich gehe nach oben. Und ich baue oben... Ja, hier ist inzwischen relativ viel Platz. Gut. Und baue hier oben meine neue Anlage hin. Lalala. Meine neue Anlage hin für... Stromversorgung. Möglichst weit weg von allen Mauern. Also, ich brauche eine Pumpe. Dann brauche ich Rohre, die wir nicht mehr haben.
die mir aber eigentlich gleich geliefert werden sollten. Ja, dann kommt ein Tank für Dreck. Mach das mal hier hin. Nimm die mal kurz weg. So. Dich dahin. Eine Pumpe direkt davor da rein. Hast keinen Strom. Ja, das ist ein Problem. Kurz noch das alte Muster nutzen, solange bis das hier alles angepasst wurde. Gut, du füllst dich mit Wasser. Dann brauchen wir ein Dada, der da draus sauberes Wasser macht. Du brauchst auch Strom, das ist richtig. Aber nicht da. Ich brauche wieder Rohre. Gib mir Rohre. Also eigentlich müsste da... Dazwischen müsste auch noch eine Pumpe. Haben wir noch eine Pumpe? Nein, dann brauchen wir einen Abstandhalter. Okay, Abstandhalter. Dann euch. Dann euch. Aber eigentlich wird wahrscheinlich einer davon reichen. Du stellst bitte sauberes Wasser her. Das sieht alles so dreckig aus. Ohne Nebenprodukte. Da. Ah, okay. Dann raus. Und da kann eine Pumpe hin, da kann eine Pumpe hin. Gut. Und in den nächsten Tank. So, da haben wir jetzt sauberes, frisches, klares Wasser. Gut. Wir brauchen einen Aufbau, der dafür sorgt, dass wir alles mit Robotern machen können, auch wenn die gerade ziemlich ausgelastet sind. Wir bräuchten eigentlich das Substation-System hier oben, damit ich weiß, wo ich was hinstellen soll. Bau davon mal ein paar. Das heißt, wir müssen die einmal hier nach oben, da so nach oben kriegen. Was für ein Heckmeck. Das kann weg, das kann weg. Du dahin. Wo überlappt sich das gerade? Ich glaube, da musst du hin. Dich weg. Dich weg. Dich weg. Geht das soweit alles? Ja, die meckern jetzt, dass sie keinen Strom haben. Das ist völlig okay. So, ja, da überlappt sich da nichts. Okay. Du dahin, du dahin. Jetzt habt ihr da oben keinen Strom, richtig. Deswegen nehmen wir dich da weg und setzen dich da hin, auch wenn du nicht so hübsch bist. Da kann ich später feintunen, wo was hinkommt. Das ist okay. Weg, weg, weg. So, Wasser ist da. Wir brauchen bessere Fabriken, aber das war nicht das Thema. Noch bessere können wir nicht. Noch bessere Akkus bringen nichts. Strom ist gerade ein Faktor. Hundert Kilowatt? Nee, nicht wirklich. Also Strom ist ein Faktor. Ich glaube, wir kamen aber nicht so einfach hin zu noch mehr Strom. Bessere Tanks. War Science Packs brauchen wir noch gar nicht. Brauchen wir wahrscheinlich hierfür. Es ist alles machbar. Also das Spiel beenden könnte man wohl, aber das will ich ja gar nicht. Noch bessere Ärmchen? Nein. Upgraded Pump Jacks. Das haben wir doch schon. Aber es gibt den Pump Jacks MK3. Die brauchen halt jetzt wieder das Advanced Zeug. Das bringt alles nichts. Okay, dann nur einfach noch schnelleres Speedmoduler. Mach mal. So, was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte das Muster hier oben weiterbauen, damit ich gucken kann, wie wir die Steam Engines anordnen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal hier Steam Engines. Ah, wir brauchen noch ein bisschen mehr Vorlauf dafür. Also das kommt hier runter. Kommt denn ganz viele Boiler? Ich brauche mal ein paar MK1 Boiler. So.
guck mal, wie viele Steam-Engines überhaupt nebeneinander passen. 1, 2, 3, 4. Könnte man glatt denken, das wäre so geplant gewesen. Das heißt, wir setzen dich mal dahin. Ich hoffe mal, der Platz davor reicht. So. Dann kommen die MK1-Boiler. 1, 2, 3, 4 Stück. Ja, die kriegen wir niemals befüllt, ist das Problem. Weil die Ärmchen da fehlen. Ja. Ich könnte was anderes probieren. Also hier kommen Kisten hin. Da kommt Ärmchen hin. Hier kommen Boiler hin. Warum kann ich euch nicht drehen? Das hatten wir schon mal getestet, das klappte glaube ich nicht. Also meine Idee ist gerade, dass ich jetzt einfach ganz viele Boiler hier nehme und die befüllen dann die da. Und dann gucke ich mal. Ich gucke einfach mal. Also du kommst jetzt von da, da hinten ran und du kommst von hier hinten da raus, da raus, da raus, da raus, da raus. Natürlich noch mit Pumpen und mit MK5-Rohren und was weiß ich. Und der knickt das nicht gut, weil da muss vorher noch eine Kiste und ein Ding hin. So, und da hätte ich gerne ein Untergrundding. So, es geht jetzt nur ums... Genau, da auch nicht, da kommt noch ein Knick hin. Geht nur um die Theorie. So, du, 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 du. Und den könnten wir davon... Also hier kommen dann nicht fünf oder so in eine Reihe, sondern wahrscheinlich nur drei. Und dann machen wir hier irgendwo noch eine Abzweigung und dann kommt hier nochmal so ein Block hin. Dann schaue ich mal, wie das so aufgeht. Also, ihr kriegt alle noch Ärmchen. Und ihr hättet gerne Brennstoffblöcke. Weil es halt ein Ölprodukt ist und Öl, haben wir gelernt, haben wir als einziges immer unendlich. Sobald wir noch Pumpchecks haben. So, damit ihr mal ein bisschen läuft. Ja, so. Ganz langsam fahren die hoch.